finde, das fängt im kleinen Bereich an, in der Familie, am Arbeitsplatz. Wir erleben in diesen Tagen Solidarität, aber auch im großen Maßstab erforderlich ist, wenn Menschen zu uns kommen, die alles hinter sich gelassen haben und Zuflucht suchen. Das ist auch Solidarität für mich. Rechts und links gucken, nach vorne und nach hinten. Und das Wort ich möglichst an die Seite schieben. Dass man, sagen wir mal, die Meinung auch dazu hat, dass man eben auch behilflich ist. Sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und die akzeptieren. Ja, da kann man zum Beispiel helfen. Kann man den Deutschunterricht erteilen, spenden. Auch einfach mal da sein und mit anpacken. Ja, vor allen Dingen Schule, Sprache. Zuerst mal sie nicht ständig als Ausländer und als Fremde betiteln, sondern von ihnen als Menschen sprechen, die zu uns kommen. Und ihnen ins Gesicht schauen und sie nicht übers Internet wahrnehmen und Nachrichten, sondern direkt Kontakt mit ihnen suchen. Und wie, das ist eigentlich ganz egal, aber den Kontakt suchen. Viele sind traumatisiert, die hierher kommen, und zu versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen und zu zeigen, dass sie hier willkommen sind bei uns. Also ich bin da eigentlich allem recht aufgeschlossen. Sagen wir, es gibt solche und die gibt es bei uns genauso. Also nein, eigentlich habe ich da auch keine Berührungsängste. Die kann ich so nicht sehen, sondern ganz im Gegenteil, dass man also schauen muss, wie die Kommunen, um die geht es ja speziell, in den Stand gesetzt werden können, dass sie geeignete Aufnahmequartiere finden. Doch, Grenzen gibt es sicherlich, ja. Aber wo sie anfangen? Sicherlich da, wenn ich das Gefühl kriege, dass ich missbraucht werde, dass die Hilfsbereitschaft missbraucht wird.